Hallo bei der Sims 4 Decades Challenge. Wir sind gerade ins Bett gegangen. Ich habe die alle erstmal so provisorisch ins Bett geschickt nach dem anstrengenden Tag bei den Klippen. Deswegen sind die Bedürfnisse noch ziemlich down. Und William muss erst nochmal. Ja, nee, da müssen wir nicht zugucken. Muss erst nochmal aufs Töpfchen. Und kann dann aber gleich weiter schlafen. Der ist auch fast schon ausgeschlafen. Das ist aber gut, dann kann er direkt sich was zum Frühstücken schnappen und dann an die Arbeit, weil er muss schließlich hier, oh ja, ein Spiegel. Gerne kannst du einen Spiegel machen, gar kein Problem. Er muss nämlich seine Schreinerfähigkeit noch ein bisschen, beziehungsweise die Geschicklichkeitsfähigkeit, noch ein bisschen verbessern, damit er endlich auf Level 9 kommt. Das dauert noch so lang. Ja, Geschicklichkeit Level 6. Ich kann aber trotzdem auch noch mal hier im Baumodus gucken, noch mal, ob es. Nee, duschen darf ich ja nicht. Nee, okay. Also ob es irgendeine Alternative gäbe. Aber ich könnte sowas hinstellen halt. Also ich würde mal sagen, weil das jetzt echt schon wirklich kritisch ist. Ich denke mal, ja, die sieht so edel aus. Das ist halt blöd. Also ich möchte das eigentlich nicht machen. Also ich finde, diese wäre noch eine Option. Schon, vielleicht in den anderen Farben. Vielleicht so in Grau. Damit es nicht ganz so edel aussieht. Ja, als wäre das halt einfach so ein Bottich oder so eine Metallwanne. Das gab es ja auch damals. Weil ich finde das eigentlich blöd, muss ich sagen. Ich möchte gerne, dass er das selbst. Wie viel kostet die überhaupt? Ja, oh Gott, die ist schweineteuer. Ich werde die jetzt mal nehmen. Weil es solche Wannen, denke ich, auch gab. Ich hätte gerne lieber eine Holzwanne, aber ich denke, es ist auch echt ein bisschen nervig, dass die wirklich immer die Hygiene so weit unten haben. Und es dauert ja wirklich noch erst Level 6. Und es dauert also wirklich noch extrem lange, bis das wieder geht. Du kannst noch mal ein bisschen ausschlafen, oder? Komm, bist du ganz ausgeschlafen? Du darfst auf jeden Fall aufs Klo. Dann bist du. Oh nein. Okay. Ja, also dann darf Grace direkt mal die Wanne aus, ausprobieren, einweihen. Weil, ja, also ich denke, das reicht jetzt. Ich habe es wirklich versucht. Ich habe es lange versucht, diese Zeit zu überbrücken. Ich hätte natürlich, okay, das fällt mir jetzt gerade ein, ich hätte natürlich nochmal versuchen können, diese Wanne, die ich vorher hatte, die habe ich ja auch selbst dann nochmal. Oh, ich hoffe, es geht. Oh Gott, es geht. Oh, sie steht nicht einfach wieder auf. Gott sei Dank. Oh Gott, okay. Ja, also. Ich hätte diese Wanne einfach nochmal zufügen können, aber ich denke, so eine ist auch okay. Ich werde die dann einfach, sobald wir hier, sobald William in der Lage ist, da eine selbst zu bauen, die wieder ersetzen sofort, weil mir das einfach nicht so gefällt. Ich weiß, naja, aber es ist okay. Also, ja, ich denke, ihr seid dann auch glücklicher, weil, ja, es ist wahrscheinlich schon ein bisschen nervig, dass sie die ganze Zeit nur am Rumstinken sind und. Das ist ja dann auch blöd. Man muss es ja nicht übertreiben. Deswegen, ja, finde ich das jetzt ganz okay. Jetzt kann Grace endlich mal ein Bad nehmen, mitten in der Nacht. Aber das hat sie wirklich verdient, weil das war jetzt wirklich echt ein doofes, doofes, doofes Missgeschick. Das tut mir auch ganz furchtbar leid. Ständig müssen mir meine Sims leid tun. Ich bin echt ein schlechter Sims. Ja, wie auch immer. So, wenn du dann fertig bist mit Untertauchen,
Kannst du dich auch nochmal hinlegen, würde ich sagen. Ja, vielleicht auch vor allem verstecken. Wir wollen ja nicht, dass irgendwas Schlimmes passiert. Und oh, ich bin so froh, dass es funktioniert. Ich hatte jetzt kurz doch Angst, dass es dann, ich spule mal, damit die Nacht auch rumgeht, dass es vielleicht doch nicht funktioniert und sie dann wieder aufsteht, wie bei der alten Wanne. Oh, das wäre ja wirklich furchtbar gewesen. Aber Gott sei Dank. Ah ja, okay. Dann hat sie sich kurz ausgeheult. Oh, okay. Drittes Trimester in 21 Stunden schon. Oh Gott, dann kommt das Baby ja bald. Also der Link zu den Namen, der ist auch nochmal in der Infobox. Falls ihr da... Ja, ich wollte gerade sagen, stopp, stopp, stopp. So. Könnt gerne... Ja, könnt ihr euch gerne selbst nehmen. Ihr müsst ja dann auch bald schon wieder in die Schule. Genau, es ist Freitag. Du kannst es ruhig essen. Und dann dürft ihr auch bald mal baden. Wirklich, versprochen. Das erste Bad eures Lebens. Oh, das ist ja wirklich ein... Oh je. Das habe ich Ihnen nur angetan. Ich finde diesen Stuhl so cool. Ja, vielleicht sollten wir das, hätten wir das auch vor der Schule erledigen sollen. Hat irgendjemand von euch nicht so Hunger? Hier, du kannst schon mal hier Pause machen mit Essen und so lange ein bisschen baden. Dann kann der Louis noch weiter essen. Vielleicht schafft er das dann auch noch. Hier, du willst gar nicht aufstehen? Es ist schon ganz schön spät, Freundchen. Er kann einfach. Moment mal, ich kann. Ach, das hätte ich ihm jetzt. Ach, ist auch egal. So, wird das bei dir auch was? Ja. Super, klasse. Das ist doch. Ja, also, das ist schon echt ein Luxus. Das ist viel, viel besser jetzt, okay. Ich hätte nicht so lange warten sollen, wahrscheinlich. Aber ich dachte, das geht hier auch ein bisschen schneller an der Werkbank. Aber wenn ich da jetzt nicht rund um die Uhr immer dran stecken möchte, dann. So, vielleicht, sag mal. Ja, dann komm mal du da raus. Dann kann der Louis auch noch mal schnell reinspringen, bevor die Schule anfängt. Und hast du deine. Ah, okay. Huch. Oh, oh. William. Ja, da brauchst du gar nicht abhauen. Hast du deine Hausaufgaben am See liegen lassen? Du auch, oder? Oh nein. Scheiße. Jetzt haben die die Hausaufgaben da liegen lassen. Oh, verdammt. Ehrlich, ne? Oh, shit. Scheiße, okay. Ja, dann muss ich da vielleicht noch mal Handy holen, falls die da überhaupt noch liegen. Also, ach so, du bist schon wach. Ich wollte gerade sagen. So langsam ist aber auch Aufstehenszeit. Dann kann er auch noch ein Bad nehmen. Dann sind alle wieder wach und glücklich. Ja, Grace kann mal ausschlafen. Ja, entweder die Hausaufgaben dann holen oder hoch, neue kaufen. Das ist verdorben. Umfra? Warum hat's denn das da drin? So, alles klar. So, raus hier jetzt endlich mal in die Schule, Freundchen. Louis. So, und dann bist du jetzt dran. Und wenn du damit. Sind die Kühe irgendwie pflegebedürftig? Halb. Ja gut, dann füttern wir die eine nochmal schnell, damit da nichts passiert, bevor er da irgendwie anfängt zu arbeiten und dann kann er den gewünschten Spiegel herstellen. Und Grace, ganz schön in Ruhe ausschlafen, jetzt wo die Kinder wieder in der Schule sind. Für Louis würde ich sagen, er lernt mal Freunde kennen. Ihm ist ja Schule nicht. Nee, warte, wo ist die Schule? Hier sieht man hier nicht. Ach, oh, natürlich sieht man da die Schule, wenn man auch das Kind anklickt. Schule ist ihm ja nicht so wichtig. Er hat ja trotzdem. Oh, okay, eine 3 noch. Naja, wir könnten auch noch mal ein bisschen lernen. Aber. Huch. Was wird das hier?
Schon im Kinderzimmer ist Bett voll Krümeln. Das finde ich ein bisschen schade. Warum wird denn der Fisch so holzfarben angezeigt? Man sieht gar nicht den schönen Ringelfisch. Alles okay? Oh, ich hoffe, es wird ein Mädchen. Ach ja, genau, da war ich stehen geblieben vorhin. Die Namensliste habe ich nochmal in der Infobox verlinkt. Louis hat Laila in der Schule getroffen. Habe ich in der Infobox verlinkt. Das heißt, wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr euch da aus den Top 20, aus den ersten 20 Namen, oh, ach so, nochmal einen Namen für Junge und Mädchen raussuchen und mir die vorschlagen. Und dann kann ich mir noch einen raussuchen für das neue Baby. Oder auch die neuen Babys. Ich hoffe, diesmal hätte ich schon ganz gerne nur eins. Das wäre Schimba. ganz, ganz nett. So, sind wir jetzt hier mal fertig bald, Fräulein? Dann kannst du dich an die Hausarbeit machen. Hier ein bisschen aufräumen. Boah, das ist schon eine ganz schöne Kugel wieder. Wie lange noch? 17 Stunden. Oh, wie aufregend. Ich finde immer, wenn die dann richtig hochschwanger sind, dann sieht das richtig krass aus. Also, das wird so eine fette Kugel. Was machst du? Du sollst nicht mit der spielen, du sollst sie nur füttern, kurz. Hat es jetzt so lange gedauert? Ja, okay. Und ja, gleich. Erstmal hier die Kühe füttern, bitte. Oh, wie süß! Die kleine Mini-Kuh. Ich liebe diese Mini-Kuh. Das ist so knuffig. Die braucht keine Pflege. Gut. Oh, es gibt Zitronen. Cool, dann kannst du hier nochmal ernten und bewässern. Was haben wir denn hier nochmal? Salbei, genau. Ja, wir müssten auch nochmal ein bisschen mehr. Ah, wobei, ich habe eine Idee. Wir könnten uns auch mal ein paar Samen kaufen. Wir haben natürlich jetzt gar kein Geld mehr ausgerechnet. Aber nee, wir haben ja noch ein Fossil hier. Und wenn wir das ganze Obst und Gemüse verkauft haben, dann können wir uns dafür auch neue Samen kaufen. Dann würde ich nämlich an der Pflanzkiste mal ein paar Samen besorgen, damit wir vielleicht noch ein bisschen mehr Variation in unseren Speiseplan bekommen. Oh, was für ein schöner Tag heute. Mit dem blauen Hintergrund sieht das doch gleich ganz toll aus. Ah ja, jetzt kann Grace auch mit Pflanzen sprechen. Das ist zwar, also ich weiß nicht, das ist zwar schön, dass Grace im Garten helfen kann, weil William sich so dann auf diese Arbeit hier konzentrieren kann, bis er dann da das Level mal endlich wirklich ganz hochgebracht hat. Aber das Ding ist, ich habe ihm ja, also ihm ja eigentlich hier dieses Botanikerbestreben gegeben. Und wenn sie dann sich immer um den Garten kümmert, dann hoch. Kann er das natürlich nicht mehr machen, dann verbessert sich da sein Bestreben halt auch nicht. Und bei ihr, da muss ich auch nochmal schauen, wir müssten eigentlich noch ganz unfassbar viel Geld für Kindersachen ausgeben. Ich glaube nicht, dass ich das jemals schaffen werde, das für sie zu erfüllen. Das ist natürlich super schade. Aber ja, wird dann halt nicht möglich sein. Muss ich mal gucken. Vielleicht haben wir ja irgendwann nochmal ganz viel Geld. Da würde ich jetzt sagen, du kannst noch mal, du, ja, doch, er kann auch gerne noch mal mit einer Kuh spielen zwischendurch. Nee, nicht füttern. Damit er einfach ein bisschen Spaß bekommt. Kannst du hier noch mal ein bisschen spielen danach und dann so, Gracie, kann, ja, genau. Aber erstmal wollte ich hier die zwei auch noch bewässern, die schönen Blümchen. Und dann könnte sie auch mal wieder was malen, damit sie auch ein bisschen was. Also, das heißt ein bisschen was. Sie hat die ganze Ernte jetzt hier eingebracht, ganz allein. Und genau. Ach nee, ich verkaufe das erst nochmal. So, damit. Jetzt hast du noch was? Oh, er hat noch ganz viel. Richtig gut, dann können wir uns auch auf jeden Fall Samen leisten, denke ich. Der Salbei backt immer ein bisschen rum, der dauert dann. Nee, okay, jetzt reicht. Backt alles rum. Und
Dann kommen auch bald die Jungs schon wieder nach Hause. Dann war es das mit dem ruhigen Vormittag. So, nee, Grace, 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 wo gehst du denn hin? Stopp! Ja, ich verstehe, dass du mit der Kuh spielen willst. Ja, Blumen ist erstmal. Oh, das ist ja teuer. Oh, wow. Aber fast 500 Simoleons gemacht. Krass, von dem bisschen Gemüse. Das ist ziemlich gut. Dann würde ich erstmal ein bisschen Gemüse, Früchte, Kräuter und ja, wir können uns dann auch mal die Blumen leisten, weil so viel ist das ja nicht. Es kostet nur 140 Simoleons. Richtig gut. Okay, dann, warte mal. Oh, Vorsicht. Oh, Leonard. Ach, wie süß, die haben ja auch so eine Zunge. Okay, dann könnten wir hier mal das aufmachen. Ach so, das muss sie wirklich als Aktion machen. Ah ja, da sind sogar neue Sachen dabei, glaube ich. Wir haben nur den Zitronenbaum. Ich baue den mal dahin, ja. So. Oh ja, einen Apfelbaum haben wir auch noch gar nicht. Haben wir hier eine ganze Baumplantage. Den anderen Samen, den brauchen wir, glaube ich, eigentlich nicht. Ist das jetzt ein Apfel oder ist das ein Samen? Das ist ja auch nur ein, also ist ja auch ein Apfel. Trauben haben wir, glaube ich, noch nicht. Kartoffel, Tomate, hier war das Obst. Ne, wir haben nur Erdbeeren. Dann könnten wir hier noch eine Traube machen. Den Apfel verkaufen, die Erdbeere verkaufen. Dann muss sie aber das auch noch einpflanzen, schnell. So. Genau, du kannst dann da ein bisschen rumspielen. Und dann auch nochmal. Wir machen nochmal so einen Schmuck, der bringt ja ziemlich viel, hoffe ich. Jetzt, wo wir. Also, ich bin echt froh, dass das mit dem Geld verdienen auch so furchtbar schnell geht. Also, dass es wirklich so einfach ist. Genau, Salbei. Und dann hier so ein. Na? Da. Ich mach mal die Kräuter dann auch hier hin. Aber ich pflanze erstmal nur eins. Basilikum und Petersilie. Salbei habe ich zweimal. Ja, Basilikum hatte ich jetzt. Was ist das hier? Basilikum, doch. So, dann die Petersilie noch. Nee, die möchte ich da. Ach, das geht nicht. Dann halt da. So. Und das noch aufmachen und das noch aufmachen. Das ist schön mit den Hintergrundgeräuschen. Ah. Dann, was haben wir davon noch? Wir haben Zwiebeln, Tomaten und Karotten. Aber Pilz haben wir noch nicht. Den packe ich dann mal dahin. Huch. Karotte haben wir. Spinat. Ah ja, Spinat haben wir auch noch nicht. Pflanzen und den Spinat. Voll gut. Das hat sich ja gelohnt. Aber ich glaube, die zwei Pflanzen, die zwei Blumen. Gänseblümchen und Chrysantheme. Genau, das sind genau die, die wir schon haben. Das war nicht schlimm. Dann kann ich die auch verkaufen. So, die Kinder sind aus der Schule zurück. Und ich finde, die Eltern waren sehr produktiv, während die Kinder weg waren. Das finde ich sehr gut mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Am Nachmittag mit den Kindern zusammen. Bis dann.